Gott! Hallöchen! Wir kommen aus dem Auto. Ohne Hanna. Wie immer. Mit Placke, die ich gut eingecremt habe. Hallo! Guten Morgen. Ja, wir fahren jetzt nach Moll hier in Aachen. Da Hubi einfach ein Probefahren ausgemacht hat. Das ist so. Das stimmt eigentlich gar nicht. Sie wünscht sich das auch. Nee, ich wollte das aber nicht. Und ja, wir werden jetzt einen Mustang-Probe fahren. Ja. Mal schauen, wie es ist. Lasst euch überraschen. Hat der so Kühe? Ach, heute Kühe. Die Pony stehen immer da hinten. Ja. Auf der anderen Wiese. Ach ja, das sind zwei Wiesen. So, wir gehen drauf zu. Wir sehen unseren Schatten. Das weiße Stück da vorne ist es. Bist du aufgeregt? Ja. Ja, das ist er. Den, ja. Den werden wir jetzt mal Probe fahren. Schatzi hat Spaß. Ich bin noch nicht so begeistert von dem Ganzen. Okay. Ich habe Angst, ehrlich gesagt. Sehr gut. Mein Gott. So Leute, wir sitzen drin. Sitzt gut an. Hart. Ich muss sagen, ich bin total aufgeregt. Ja. Fährt aber sehr, sehr komfortabel und hart. Ja, wir fahren im Übrigen die S-Line. Ja. Also hat nochmal ein bisschen Power mehr. Ich glaube 475, wenn ich mich nicht irre. Und der ist Automatik, ne? Ja. Heißt, ich habe weniger Arbeit, ist auch nicht verkehrt. Ja. Es ist, Und man sieht die Ampel nicht. Okay. Ja, es ist so ein kleines Träumchen, ne? Ja. Wir haben jetzt mal ein bisschen geparkt, damit Hubi sich ein bisschen beruhigen kann. Und ich muss sagen, ich habe ihn von meinem Traum überzeugt. Also so ein Mustang war ja immer mein Traum und ja. Und ich muss sagen, mach mal Kofferraum auf. Ja. Wir haben uns gedacht, das ist kompliziert auch. Es ist nicht viel Platz in einem Mustang drin, aber da ist verdammt viel Platz. Guckt euch das mal an, wie viel Platz da drin ist. Da passt ein Buggy Leute. Rein. Das, da wird ein Quinny reinpassen. Da passt das ein ist, Quinny rein. Das ist ein kleiner Einkauf, passt da rein und ja. Mal hören. Fahr nicht weg, ja? Tür ist auf. Und ich finde, der hört sich richtig schön an. Also von außen noch schöner als von innen. Das ist so geil, da vorne fährt die Polizei. Zweite Kurve. Die fahren da raus und gucken genau ins Auto und uns in die Augen. So. Wir haben schon irgendwie okay. Das Gefühl, dass wir gleich angehalten werden. Also das ist das Gefühl. Okay, vielleicht ist es doch nicht das richtige Auto. Ich bin mir nicht sicher. Auf die Autobahn und gucken, was der Herbert aus dem guten Stück rausholen kann. Er darf nicht zu flott. Genau. Das ist die Prämisse, wenn ich dabei bin. Das ist, ich bin so ein kleiner Angst. Schatz! Ich hab das auf Video, benimm dich! Leute, erster Schockmoment für mich. Oha! Oha! Was war das? Und der steht noch nicht. Du hast ihn auf Sport? Der steht noch nicht mal auf Sport! Oha! Was war das? Schatz, was war das? Du hast Gas gegeben, ich hab keine Ahnung! Ich hab einmal das Gas angetippt, er geht einfach zwei Gänge runter und schießt uns nach vorne. Wie so ein Zug. Leute, ich kann nicht mehr. Du hast dich so erschrocken. Ja, natürlich. Ja, Leute, das ist, bedenke, hier steht ein neuer Blitzer auf der Strecke, ne? Ich fahre Tempo. Tempolimit. Ne, ich muss mal ausmachen. So, jetzt gleich dürfen wir. Und vorsichtig, ja?
Schatz. Alles gut. Ja, ich bin so ein kleiner Kritiker, also ein kritischer Beifahrer, Leute. Kurzer Zeit auf 160 km/h von 80 km/h. Das ist schnell. Ja. Braucht man bei dem eine Hupe, Lichthupe oder so, oder geht das von alleine, wenn man Gas gibt? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir hier gerade einen Seitenstreifen. Nicht Seitenstreifen. Leute, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Bin ein bisschen aufgeregt. Ich habe ein bisschen Schiss. Aber Radio in diesem Fahrzeug unnötig. Ja. Leute, ich weiß nicht, wie schnell wir fahren, aber... 180. Ja. Es ist schnell. Ich mag sowas nicht. Jetzt wird der eine fragen, warum will die denn so einen Wagen haben? Weil er schön ist. Weil aber der Sound geil ist, weil der Wagen schön ist. Ja. Irgendwann gewöhnt man sich daran, dann ist das auch okay. Ich glaube, mir geht einfach nur die Flatter so, weil es nicht unser Wagen ist, ne? Ja. Weil, boah, Leute, hier hat man 3.500 Euro Selbstbeteiligung. Das heißt, wenn wir den gegen die Wand setzen, müssen wir 3.500 Euro oder wir kaufen mitbezahlen. Oder wir kaufen ihn. Das ist, ich sag's euch, das ist heftig. Naja. Eigentlich nur die Umgebung aufnehmen. Das, oh mein Gott, schneiden wir aber raus. Schöne Umgebung haben wir. Na, no, das nächste braucht ein Stativ oder sowas. 200. Es tut mir leid, Leute, dass es so ruckelig ist. Wenn man einfach mal auf 200 ist, ne? Wow, das wackelt so, Leute. Schatz? So, wir haben jetzt auf der Autobahn am Rasthof angehalten und ja, meine Placke ist immer noch da. Weil Ruby mal Pipi musste. Wir sind jetzt ein bisschen über die Autobahn gefahren und es tut mir sehr leid, dass diese Aufnahmen so verwackelt sind, aber ich konnte das Handy einfach nicht gerade halten. Das war nicht machbar. Ja. Jetzt ist der Wunsch nach so einem Auto natürlich noch viel größer, auch wenn ich keinen Führerschein habe, aber es war trotzdem so geil und ja, man kann sich sowas schon vorstellen, ne? Bin ich ganz ehrlich. Und ich finde den eigentlich auch sehr erschwinglich für einen Sportwagen. Muss ich persönlich sagen. Also, ich finde, der ist für eine Familie finanzierbar, ne? Das ist das Gute daran, denke ich. Jo, jetzt warte ich auf den Hobi, dann geht's weiter. Wir sind traurig. Wir mussten ihn wieder abgeben. Na, Georgi. Ich bin wirklich scheiße traurig. Naja, auf geht's nach Hause.